Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalat, wassalamu rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass es gerade in YouTube einige ganz verrückte Lügner gibt, die immer wieder versuchen, meine Worte aus dem Kontext herauszuziehen oder Sachen hineinzuinterpretieren, die einfach völlig falsch sind. Zum Beispiel sagt einer hier, guck mal, Pierre Vogel sagt hier, allmenschlich, ja, das Wort allmenschlich gibt es gar nicht, also wie kann man überhaupt allmenschlich sagen? Ja, ich sage dort allmächtig, ja. Und für ihn hört sich das an wie allmenschlich, weil die Leute eine sehr, also die sind sehr fantasievoll. Ja. Oder der andere sagt, ich hätte gesagt, wer an diesem Scheiß teilhaben will, ja, Auzubillah, und hätte da, meinte damit wohl den Islam, der soll nach vorne kommen. Ja. Nur die Frage ist, was für einen Sinn ergibt das überhaupt, dass danach vier Leute nach vorne kommen und den Islam annehmen? Ich habe gesagt, wer an diesem Schatz teilhaben will. Ja. Aber natürlich, wenn man krank ist und was im Ohr hat, dann versteht man das auch nicht richtig. Aber ist auch egal. Jedenfalls, das sind ganz verrückte Lügner. Und ich habe damals gehört, und deswegen auch für diejenigen, die dieser Gruppe leider folgen, diesen Lügen folgen, ich gebe Ihnen erstmal den Tipp, mein 2,5-stündiges Video zu gucken über Widerlegung der Ahbash, dass sie das einfach mal angucken und sich Notizen machen und dann zu jedem Punkt Fragen stellen. Ihr müsst Mut haben, die Wahrheit erkennen zu wollen. Und ihr müsst Mut haben, auch zu euren Leuten Nein zu sagen und zu sagen, passt mal auf, das, was ihr macht, ist nicht richtig. Weil ihr werdet aufgehetzt, um diejenigen, die Dawah zu machen, zu stoppen. Von euch sieht man so gut wie nichts über Christentum, nichts über Schia, nichts über Qur'aniyu, nichts über Ahmadiyya, obwohl ihr sagt, dass die falsch sind. Sondern ihr konzentriert euch nur auf eine Gruppe, auf die Gruppe, die zu zwei Dingen aufruft. Dass man nur Allah alleine anbetet und dass man Allah nur so anbetet, wie der Prophet Friede und Segen mit ihm gezeigt hat. Das erste Mal, wo ich angegriffen war, als ich in einem Vortrag gesagt habe, Innama amruhu idha arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Dass Allah, wenn er etwas erschafft, dass er dann nur sagt, wenn er eine Angelegenheit, eine Entscheidung trifft, ja, dann sagt er nur, sei und es ist. Und das steht in Sure 36, das könnt ihr selber nachlesen. Ich habe gesagt, wenn Allah etwas erschaffen will, er sagt nur, kun fayakun, sei und so ist es. Daraufhin hat dann einer von diesen Leuten gesagt, a'udhu billah, a'udhu billah. Pierre Vogel hat gesagt, wenn Allah sagt, eine Sache erschaffen will, dann sagt er nur sei und es ist. Das steht im Koran. Genauso wie ich gerade gesagt habe. Wenn Allah etwas erschaffen will, innama amru idha arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Wenn Allah eine Angelegenheit beschließen will, dann sagt er zu ihr nur sei und sie ist. Und er sagt, A'udhu billah, Pierre Vogel sagt, wenn Allah etwas erschaffen will, dann sagt er nur sei, was ist A'udhu billah, Kuffer, Kuffer, Schirk ist das. Und dann fragt man sich, Entschuldigung, steht doch im Koran, was ist jetzt das Problem? Dann sagt er, ja, aber damit ist nicht das gemeint, was dort steht. Ach so, aha, Allah hat etwas offenbart. Aber das, was er offenbart hat, ist Kuffer. Das heißt, wir brauchen euch jetzt, damit ihr uns erklärt, dass man das gar nicht so zu verstehen hat, wie es dort steht. Denn das, was dort steht, ist Kuffer. Sehr interessant. Das heißt, der Allah offenbart Kuffer. Damit ist nur gemeint, dass er es in einer kurzen Zeit offenbart. Dann sagen wir, warum hat Allah dann, Allah sagt, das ist Kitab Mubin, deutliches Buch. Warum hat er nicht, das ist unsere Rechtlage, warum hat er nicht offenbart? Allah erschafft er in einer kurzen Zeit. Und dass er in einer kurzen Zeit erschaffen kann, ist sowieso jedem klar. Okay? Jedenfalls konnte ich mich dann erinnern, ich habe mal ein Buch gelesen, das ist ein Schafi'i-Fiqh-Buch von einem Ahmed ibn Naqib al-Misr und das wurde übersetzt von einem sogenannten Sheikh Nuh, ein Amerikaner, der im Jordanien lebt. Und das habe ich damals schon gelesen im Jahre 2004 und der hat am Ende Notes and Appendices, da hat der über Darajat al-Ta'wil aus dem Buch Ihya ul-Umuddin von Imam al-Ghazali. Und Imam al-Ghazali redet genau über diesen Vers. Und deswegen sage ich, die Leute, die den Ahbash folgen, habt Mut, nehmt euch das Buch Ihya ul-Umuddin vom Imam al-Ghazali, geht zu Darajat al-Ta'wil und schaut, wie Imam al-Ghazali eure Leute widerlegt. Und wenn er sie widerlegt, müsst ihr euch fragen, hat Imam al-Ghazali mehr Ahnung als eure Leute?
So, und Imam Ghazali sagt hier, وَغَلَىٰ آخَرُونَ فِي حَسْمِ الْبَابِ مِنْهُمْ أَحْمَدِ بْنْ حَنْبَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّ مَنَ تَعْوِيلَ قَوْلُ كُنْ فَيَكُونَ وَزَعَمُ أَنَّ ذَلِكَ خِتَابٌ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ يُمْجَدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ لَحْظَةٍ بِعَدَدِ كَوْنِ كُلِّ مُكَوِّنٍ. Ja. Er sagt hier, andere haben in diesem Kapitel übertrieben. Zu ihnen gehört Ahmed ibn Hanbal, der sogar verboten hat, die Aussagen Allahs Kun Fayakun, Sure 36, Vers 82, metaphorisch zu interpretieren, und haben gesagt, dass dies eine Aussage mit Harf, mit Buchstabe und Ton ist. Ja? Das heißt, wenn er das sagt, ich hätte gerne eure Antwort darauf. Und nicht, dass ihr danach lest, ja, er hat auch hier interpretiert und da, und wir glauben nicht, dass Imam Ahmed, sondern hier sagt er ganz klar zu diesem entscheidenden Punkt, deswegen lenkt nicht vom Thema ab, geht nicht nach rechts und nach links, ja, dass vielleicht irgendjemand anders etwas über Ahmed im Hanbal gesagt hat, sondern hier sagt Imam Ghazali ganz klar und deutlich, dass Imam Ahmed gesagt hat, Allah redet mit Buchstab und Ton. Imam Ghazali sagt trotz alledem zu Ahmed ibn Hanbal, dass er, radiallahu anhu, ein großer Imam ist. Ihr sagt, wer das sagt, ist Käfir. Und ihr sagt sogar, wer den, der das sagt, nicht zum Käfir erklärt, ist selber Käfir, weil ihr so übertreibt, im Gegensatz zu anderen Gelehrten, ja? Auch die beispielsweise Sufis sind und so weiter. Und hier der Punkt, hier, erklärt es uns. Das heißt, ihr habt weder die Akida von Imam Ghazali, weil der denjenigen, der das sagt, nicht zum Käfer erklärt, sondern sagt, das ist eine Übertreibung. Und ihr habt auch nicht die Akida von Ahmed ibn Hanbal. Das heißt, welche Akida habt ihr? Deswegen geht einfach zum Buch, schaut euch das Buch an, Ihya ul-Umuddin, Kapitel Darajat ut-Tawil, habt Mut, euch das anzugucken, habt Mut, Nein zu sagen, habt Mut, nach der Wahrheit zu suchen. Denn viele Leute gehen einfach in die Irre, weil sie nicht in der Lage sind und die Wahrheit einfach nicht erkennen wollen. Es gibt so viele Christen, die einfach nicht erkennen wollen, die die Augen zumachen, die Ohren schließen. Gehört ihr nicht dazu. Habt Mut dazu, den Verstand einzusetzen, habt Mut dazu, die Bücher aufzuschlagen und nachzugucken. Und dann werdet ihr die Wahrheit sehen. Danach erwähnt er, وَالظَّنَّ بِأَحْمَدِ بْنْ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْإِسْتِوَاءَ لَيْسَ هُوَ الْإِسْتِقْرَاءُ und so weiter. Das ist wieder eine andere Sache. Er sagt hier, الظَّنَّ. Aber über diese spezielle sagt er, dass Ahmed ibn Hanbal gesagt hat, Allah spricht mit Buchstabe und Ton. Das heißt, wir hätten gerne von euch eine Erklärung. Aber ich habe es schon vor über 2 Jahren einen Vortrag darüber gemacht und du musst dich fragen, ob du diesen Vortrag gesehen hast. Weil wenn du ihn nicht gesehen hast, dann zeigt das, dass du gar nicht die Wahrheit sehen willst. Weil ich habe diese Frage schon vor Jahren gestellt. Es kam keine Antwort. Die einzige Antwort, die kam, war, ja, aber gucken, also es kam gar keine Antwort, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort kommen wird, das ist gefälscht. Die Wahhabiten haben ein gefälschtes Ihya ul-Umuddin. Ich sage dir, geh in die DİTİB-Moschee, da findest du Ihya ul-Umuddin auf Türkisch, Miligörisch, geh in die albanische Moschee, geh in irgendeine Moschee. Wir können unmöglicherweise von einem Sufi-Verlag, ja, wie hier zum Beispiel auch der Verlag von, wie heißt der, Amana Publications, wir können unmöglicherweise denen ihre Bücher, die sie selber gedruckt haben, fälschen. Unmöglich. Das heißt, schau dir die Bücher an, das Buch ist überall vorhanden und dann wirst du sehen, dass eure Gelehrten euch nicht die Wahrheit erzählen. Habt Mut, nachzuschlagen.